Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Ja, in der letzten Folge waren wir ja schon wieder gut auf Mission, haben dann ein paar Leuten den Arsch gerettet. Das hat dann wiederum dazu geführt, dass die uns mit noch mehr Arbeit zubomben. Aber alles kein Thema. Als letztes hatten wir natürlich hier dann die Verbindung zu Anderson, beziehungsweise die Möglichkeit, uns mit Anderson zu unterhalten. Und das machen wir jetzt einfach so, weil ich drücke jetzt mal ganz frech die Leertaste. Pass auf, so jetzt. Shepard! Verdammt, wenn das keine Augenweide ist! Freut mich auch, Sie zu sehen, Sir. Sir? Sie sind zwar wieder im Dienst, aber das gibt Ihnen nicht das Recht, so formell zu sein. Dann freut's mich, dass Sie noch nicht abgekratzt sind, Anderson. Das gefällt mir schon besser. Okay. Sie haben doch bestimmt schon die Galaxie von den Reapern gesäubert und wir können alle wieder auftauchen. Nicht ganz. Es gab kleinere Komplikationen. Die gibt's immer. Hackett hat mich über den Tegel informiert. Klingt, als müssten sie noch ein paar Knoten entwirren. Ja, so ein, zwei. Dafür haben sie mich angeheuert. Eigentlich sollen sie Reaper töten. Hoffentlich lenkt die Politik sie nicht zu sehr ab. Ich komme schon klar damit. Was ist mit Ihnen? Wie läuft's auf der Erde? Ich erspare Ihnen die Details. Sagen wir einfach, viele Städte auf der ganzen Welt melden sich nicht mehr. So schlimm. Wir beide wussten, was uns erwartet, aber alle anderen haben den Schock noch nicht überwunden. Sind Sie in Sicherheit? Das ändert sich stündlich. Ich kam mit einem Shuttle aus Vancouver raus und jetzt geht's von Loch zu Loch nur, um am Leben zu bleiben. Was ist mit den Reapern? Sie ernten alles, was sich bewegt. Aber hauptsächlich in den Großstädten, was uns etwas Bewegungsfreiheit gibt. Glauben Sie, sie halten durch? Momentan sind wir froh über jeden Funkkontakt. Und organisieren den Widerstand auf regionaler Ebene. Aber es gibt genug Freiwillige. Alle wissen, was auf dem Spiel steht. Ja, das auf jeden Fall. Mal so nebenbei, mein werter Herr Nachbar fängt gerade an zu bohren. Ich hoffe mal, man hört das denn nicht in der Aufnahme. Ansonsten darf ich ordentlich rumschneiden. Das nur nebenbei. Geil. Ich sehe den Sieg noch nicht, aber er wird kommen. Und wenn ich dabei draufgehe... Der Tod hat sie bisher nicht aufgehalten. Aber fordern wir das Schicksal nicht heraus. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Sie auch, Sir. Wir reden bald wieder. Anderson, Ende. Ja, tschüss, ne? Ja, es war auf jeden Fall wieder sehr aufschlussreich. Bei denen ist auf jeden Fall gut was los. So, was haben wir denn hier jetzt? Wir haben nichts Neues. Das ist schade. Wir haben noch denen den Arsch gerettet. Müssen wir jetzt extra nochmal was machen, damit die uns helfen, oder was? Oh, wir haben so viel zu tun. So viel zu tun. Vor allen Dingen, ich finde das auch total lustig. Wir sind jetzt in dieser Aufnahme bei Folge... Hast du den Brief von Palavan gesehen? Ja. Brutal. Erstaunlich, dass die Turianer noch... Ja. Die Vögel geben nicht auf, wenn sie... Ja. Commander, Cerberus greift Zivilisten auf Banning an. Wir wurden gebeten, bei der Evakuierung des Planeten zu helfen. Ja, ist ja gut. Darf ich jetzt was sagen? Danke. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Verdammt. Denke. Keine Ahnung. Sehen Sie sich diese Galaxiekarte an. Wissen Sie, wie viele Strategiespiele darauf beruhen? Sie spielen sowas? Manchmal. Ist mir zu modern. Schach ist mir lieber. Zu Hause habe ich Figuren aus Rosenquarz und Hämatit machen lassen. Ich habe gern was Festes in der Hand. Da ich jetzt Ihre Schwäche kenne, sollten wir mal eine Partie wagen. Das wäre lustiger als gegen Edi. Edi schwitzt nicht. Sie schwitzen beim Schach? Kommt drauf an, wie viel Spaß wir haben. Okay. Commander, was immer Sie auf Tuchanka gemacht haben, es hat den Funkverkehr der Turianer massiv angeheizt. Was sagen Sie? Tut mir leid, es ist verschlüsselt. Das zu knacken würde mindestens eine Woche dauern. Und dann wäre es falsch. Okay. So, gucken wir nochmal hier bei unseren Nachrichten rein. Nichts Neues, wir sind wieder mal total uninteressant. Ja. Ach, jetzt ist es mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Wir sind ja jetzt nun bei Folge 17. Und ich habe das Gefühl, wir haben schon so verdammt viel geschafft in dem Spiel. Und im Prinzip ist es aber so, dass wir noch gar nichts geschafft haben. Ja, aber gut, das kommt alles noch. Okay, wir sollen die Genophage heilen und eine Bombe finden. Ich würde sagen, wir holen uns erst die Bombe.
Ich weiß nicht, ob die Missionen irgendwie voneinander abhängig sind. Stellt euch mal vor, wir wollen die Genophage heilen, machen dann da alles klar und dann explodiert hier irgendwie eine Bombe. Das wäre nicht so cool. Deswegen finden wir erstmal die Bombe. Die Genophage kann noch ein bisschen warten. Andererseits kann es auch andersrum sein. Vielleicht wird dann das Teil da zerstört. Das wäre natürlich auch ziemlich krass. Wovon ich jetzt nicht unbedingt so freudig erfreut dingst wäre. So gut, wir starten jetzt. Wir quatschen nicht weiter. Los geht's. Ach ja, da war ja was. Und ich wollte mir nochmal die neue Waffe angucken. Wir haben ja jetzt nämlich die... Was haben wir denn bekommen? Hier, die Festone. Die aber um alle Male schlechter ist als die, die wir jetzt haben. Außer vom Gewicht her. Nee, auch nicht. Vom Gewicht ist es ja mehr. Wäre nicht so cool. Ja, ich würde sagen, wir bleiben auf jeden Fall bei der Waffe, weil die war echt gut, da hatte ich meinen Spaß mit. Scharfschützengewehr, haben wir denn eigentlich noch ein besseres? Oh ja, da haben wir einige bessere. Die Mantis ist ja richtig gut. Feuergeschwindigkeit und so weiter. Oh, die Javelin gefällt mir ja mal richtig gut. Und die ist auch nicht schlecht. Ich glaube, wir nehmen mal die Javelin. Modifizieren die noch so ein bisschen. Erhöhter Schaden und Konzentration. Oh, das ist mal richtig geil. Cool. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das haben wir jetzt drin. Reservemunition ist nicht schlecht. Verlängerte Version. Den Schaden. Schaden ist immer gut. Eigentlich würde ich gar nicht mal so... ein verbessertes Zielfernrohr ist natürlich auch nicht schlecht. Muss man natürlich überlegen, also ich würde sagen, wir nehmen einfach mal ein bisschen mehr Schaden. Bestätigen das Ganze und dann, genau, nehmen wir die Javelin mit. Schauen wir mal und, können schon wieder irgendwas machen. Disruptor-Munition. Okay. So, was haben wir denn hier? Guck mal, wir sind eigentlich voll, was den guten Ruf betrifft. Fast. Können wir ja hier nochmal bei Garrus ein bisschen, genau, trojanischer Rebell, was auch immer das macht. Und ja, aber da können wir nichts weitermachen. Jetzt bestätigen wir und jetzt geht's aber wirklich los. Nach dem Ladebildschirm. Normandy Shuttle, hier ist Hotel Invictus von 9. Zug. Hören Sie mich? Wir hören Sie, 9. Zug. Sind fast am Bombenareal, Commander. Werden ziemlich rumgeschleudert. Näher gehen wir nicht ran, Lieutenant. Suchen Sie nach einem Platz, wo Sie Ihren Zug absetzen können. Verstanden. Erzählen Sie was über die Cerberus-Bombe. Sie ist nicht von Cerberus, Commander. Sie ist Turianisch. Geil. Was heißt das, Turianisch? Sie wurde vor Jahrhunderten platziert, nach den Kroganischen Rebellionen. Die Bombe diente dem Schutz vor einem weiteren galaktischen Krieg. Brutal, aber es leuchtet irgendwie ein. Es wäre das Ende der Kroganer, wenn sie Mätzchen machen. Tja, da sollten wir auf jeden Fall handeln. So eine Taktik schafft kein Vertrauen. Aber jetzt müssen wir erst die Bombe entschärfen. Ja, aber Cerberus hat sie gefunden. Die Detonation würde einen Krieg zwischen meinem Volk und den Kroganern bedeuten. Stimmt. Das erklärt die Geheimhaltung. Wo ist sie? Bei diesen Gebäuden vor uns. Cerberus hat vor, sie auszugraben. Der 9. Zug wird ihre Flanke decken. Bei der Aktivität merken doch die Kroganer, dass was faul ist. Dann dürfen wir nicht versagen, Commander. Verstanden, Lieutenant. Ja, da dürfen wir wirklich nicht versagen. Oh je. Ich habe ja die Hoffnung wirklich, dass wir beide Völker auf unsere Seite kriegen und nicht nur eins. So, bevor wir jetzt hier anfangen, erstmal wieder umstellen auf Kryo-Munition. Und du stellst bitte um auf nüscht. Und du stellst bitte um auf nüscht. Alles klar. Bewegung, Leute! Es geht mir auch so auf den Sack, ey. In allen drei Teilen mischen die irgendwie mit. Aber irgendwie können die nicht. Können einfach mal nix machen, die sind nur nervig. Obwohl im zweiten Teil waren die ja schon, da war das ja so, dass wir uns irgendwie mit denen verbündet hatten. Beziehungsweise nicht verbündet hatten. Ja, doch, verbündet hatten. So. Also irgendwie haben wir da ja mit Cerberus zusammengearbeitet. Davon gibt es leider kein Display bei mir. Weil der dritte Teil dann doch irgendwie am spektakulärsten war. Der zweite ist natürlich auch packende Story und alles drum und dran. Achtung!
Wahrscheinlich kann man sich nicht mal in Ruhe unterhalten, weil überall die Bomben fliegen. Was ist denn eigentlich hier? Generator reaktivieren. So, und jetzt sind die Schilde wieder da. Oh, sorry. Aua, aua, aua. Dann machen wir ein bisschen in Deckung. Ist überhaupt noch irgendwo was? Ja, das weiß ich selbst. So. Ich sehe nichts. Da. Na komm. Okay, erstmal warten, bis das Schild wieder da ist. Ach nee, komm, haben wir hier irgendwo ein Granitchen? Splittergranate. So. Wir gehen da jetzt hin. Machen jetzt hier einen auf. Da ist Rambo. Zack. Bombenschütze weg. Centurio weg. Noch ein Centurio weg. Nein, mach doch mal an hier das Ding. So. Shepard, wir müssen in Bewegung bleiben. Ja, das weiß ich selbst. Weil stehen ist immer doof. Wir haben ja hier nun wirklich von allen Seiten auf die Fresse bekommen. Guck mal, da geht's weiter. Wie es aussieht. Sobald wir die Bombe erreichen, muss ich den Auslöser umprogrammieren. Gut. Wir versuchen jetzt die Bombe zu finden. Wir nehmen vorher noch einen Klingenaufsatz für die Schrotflinte mit. Ach, von da, also durch die Wand. Oder irgendwie nicht, keine Ahnung. Techniker. Den müssen wir mal schnell ausschalten. Das geht natürlich nicht so ganz. Mach den doch mal weg hier. So. Da ist schon wieder so ein scheiß Geschütz. Was uns aber irgendwie nicht wirklich beachtet. Soll ja nicht zu unserem Nachteil sein. Granate! So, Schildgenerator ist weg. So, weg. Genau, komm mal her hier. So. So. Aktivieren. Rüber nach links, Shepard, da geht's raus. Ja. Ich sag einfach mal ja. Ich habe keine Ahnung, was du von mir willst, aber ja, so eine Konsole, noch ein paar Credits eingepackt. Wir besiegen die Kroganer und legen dann eine Bombe auf ihrem Planeten. Ja. Ganz schön extrem, aber es waren verzweifelte Zeiten. Ja, ist klar. So viel durchzumachen und dann alles in einem gewaltigen Blitz zu verlieren, das ist fürchterlich. So sieht's aus. Und so kann es auch nicht weitergehen. Wir müssen hier auf jeden Fall handeln, diese Scheißbombe entfernen. Was ist das denn da? MP-Kühlkörper. Gute Arbeit, Lieutenant. Hä? Achso. So, dann wollen wir mal weg. Sehe ich schon wieder nichts. Och, ist das Essen. Mach doch mal den Rauch da weg. Jetzt hätte ich mir heimlich an der Nase kratzen. Das war's. Oder kommen noch welche? Verstanden. Wie Shepard ausschalten. Ich bin doch voll nett. Macht doch gar nichts Böses. Zurzeit. Außer Leute töten. Na komm. So. Pech gehabt, ne? So, dann haben wir den auch weg. Hier ist gar keiner. Noch ein Datenpad.
Da hätten sie nochmal Gegner. Cerberus zieht ab. Ja, guck da hoch. Schaffen die vielleicht auch mal was, außer die ganze Zeit irgendwie, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, wir räumen nur den Müll weg. Da hinten ist noch einer. So, weg. Von der Rampe aus haben wir einen besseren Überblick. Einverstanden, dann los! Der Bus zieht nicht ab. Können wir euch abschießen irgendwie? Nö. Na gut. So, dann schauen wir uns hier mal auf der Rampe rum, so hier oben, was hier so los ist. So lange unentdeckt geblieben ist. Ja, ist ja ein bisschen groß, ne? Cerberus muss das erst ausgraben. Hoffentlich weiß Victus, was er tut. So. Wir kriegen keine zweite Chance. Wir müssen weg. Ja, wohin? Wir sind am Bombenareal. Ich weiß, dass wir weg müssen. Müssen wir hier hin? Hier runter? Verstanden. Wir sind unterwegs. Okay. Hier runter. Oder was? Oder hier runter? Nein. Aber jetzt sind wir hier lang gelaufen. Hier ist gar nichts. Ach doch, da. Ja, einmal mit Profis, ne? Einfach mal V drücken, dann steht da auch ganz groß Bombe. Ach, da ist eine. Mann. Fancy. Was ist da los? Aufgewacht und mitgemacht. Was ist denn hier noch Schönes? Waffen-Upgrade erhalten. Und Präzisionsgewehr. Oh ja. Cerberus evakuiert. Der Weg zur Bombe müsste also frei sein. Na, hoffen wir es mal. Es wird irgendwie auf jeden Fall, glaube ich, jetzt nicht ganz so, wie wir es uns erhoffen. Was ist das hier eigentlich? Hier ist noch was. Pistole-Nahkampf betäubar. Auch schön. So, nehmen wir mal hier runter. Na. Verdammt. Weg mit euch. Oh fuck, aua. Nicht zu nah ran. So. Aber der Techniker ist weggerannt. Ne, den Techniker haben wir, glaube ich, erwischt. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas haben wir auf jeden Fall erwischt. So, was haben wir hier? Sieht aus wie Steuerungspläne für automatische Geschütze. Helfen mir jetzt nicht. Könnten später aber nützlich sein. Ja, wahrscheinlich. Wir sind nah dran, los! Na dann, Bewegung. Da sind unsere Freunde. Und wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge erst. Also macht's gut, bis denne und tschaußen.